Ich war nicht so für dich da, wie ich es hätte sein müssen. Aber jetzt, nach 16 Karat, nachdem ich den Marius endlich ausradiert habe, da können wir endlich unser Leben so weiterleben, wie wir wollen. Endlich ist hier oben alles wieder frei. Bitches und Gentlemen, Rauchen ist tödlich, aber Bobby Guns ist Killer. Du steckst hier keine Kippe an. Sag mal, geht's noch? Sag mal, Schatz, was ist denn das denn hier? Rauchst du noch euer Ding? Das ist mir sagt, das ist voll eklig. Als ob ich rauchen würde, die lagen schon da. Ich und Rauch. Geht's noch? Kevin, mein Freund, schön, dass du jetzt auch am Rauchen bist. Finde ich super. Aber weißt du, was das Problem ist? Du kannst so viele Kippen rauchen, wie du willst, du wirst trotzdem kein Kopfgrößer, du Zwerg. Und erst recht wirst du kein Young Stunner. Hör mal, was bildest du mir überhaupt ein? Ich sag dir eins. Ich und du, Bielefeld, wir machen das heute im Ring. Und da ist er, der Alpha Kevin schlägt zurück. Was? Und dann legt er sich, glaube ich, mit der falschen an. Ihr wollt hier Ohrfeige. Er hat ihn, er muss aufgeben, der Arm zu angeschlagen. Melanie Gray kann es nicht fassen und Bobby Guns siegt und setzt seine Siegesserie fort. Vielleicht solltest du einfach mal mit Partys weniger rauchen. Hast du mal daran gedacht? Entschuldigung, ich störe euch nur ungern, aber Bobby schickt mich. Melanie, ich soll dir sagen, er wartet unter der Dusche. Du weißt Bescheid? Es gehen einfach so viele Sachen gerade durch meinen Kopf. Das ist gesehen einen Shortcut. Nein! Das ist doch nicht wahr! Und der Alpha Kevin, der ist auf 180! Aber wird eliminiert! Ich habe halt nie mal drüber nachgedacht, dass Mella mir nicht treu sein könnte. Deine Mella blockt bei mir gar nichts ab. Lass mich! Wenn du unbedingt willst, tu unbedingt. Es ist genug Bobby für alle da. Komm, Kev, komm.